Brauchst du irgendetwas? Es geht schon. Das bezweifle ich. Er denkt wohl gerade viel über den damaligen Tod seiner Frau nach. Lass ihn besser fürs Erste in Ruhe. Ist gut. Du weißt ja, wo du mich findest. Klar. Bist du bereit? Aha. Oh, komm her. Sie wird ihr blaues Kleid tragen. Das mochte sie immer besonders gern, nicht wahr? Das tat sie. Wir sollten nicht trödeln. Ja, gehen wir. Aber halt wirklich. Da bist du ja. Willst du zu uns rüberkommen auf einen Tee und Zimtschnecken? Lee ist auch da. Ich bin nicht hungrig. Danke. Und falls du versuchst, mich zu beschäftigen, das musst du nicht. Ich habe bereits zu tun. Das klingt wichtig. Sag ihr das besser nicht. Sie würde es nicht verstehen. Du würdest mich für verrückt halten, wenn ich es dir sage. Ach was. Tu es nicht. Man kann mit ihr über vielerlei Dinge reden, aber manches sollte sie besser nicht hören. Dass dir mein Geist dabei hilft, mit der Situation umzugehen, gehört definitiv dazu. Darf ich dich etwas fragen? Angie war gestern bei dir in der Krankenstation. Hat sie in irgendeiner Form erwähnt, wieso sie das Dorf verlassen wollte? Ich befürchte, das fällt unter meine Erde. Hey Leute, seid ihr okay? Können wir los? Danke, dass du das machst, Jasper. Eins mal. Klar, das Navi sagt, es dauert nicht mal 45 Minuten. Wir sollten also nicht zu lange fort sein. Wir fahren hin, um unsere Tochter zu sehen. Es wird so lange dauern, wie es dauern muss. Okay, na, dann brechen wir mal auf. Brauchst du Hilfe in der Schule? Oh, Conny. Eigentlich hatte ich gedacht, ich gebe allen eine kleine Auszeit. Du bist gerne hier, nicht wahr? Ja. Aber Angela nicht so sehr. Dann bleib einfach bei uns. Wir werden bald essen. Nein, danke. Ich möchte meine Bemühungen lieber auf den Rest des Dorfes konzentrieren. Was meinst du? Es klingt vielleicht seltsam, ist es aber nicht. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Wir sehen uns. Wir sehen uns, Conny.
Das ist irgendwie hier das. Bodhi. Conny, es tut mir leid wegen Angie. Ich weiß, allen tut es leid. Sag mal, du siehst nicht so gut aus. Willst du vielleicht ein wenig plaudern? Sag etwas Ermutigendes. Sie sind schließlich die verlorenen Seelen, weißt du noch? Das Wichtigste ist, dass du jetzt nicht den Mut verlierst. Tust du es dennoch, finde heraus, wie du ihn dir wieder zurückholen kannst. Wow, klingt, als hättest du das aus so einem esoterischen Selbsthilfeblock. Warte mal, ist das nicht ein Zitat von Angie? Ja, aus der Zeit, als ich noch diese Einhornposter im Zimmer hatte. Aber woher weiß er das? Damals lebte er doch noch gar nicht hier. Ich wollte nur sicher gehen, dass es allen gut geht. Klar, klingt nach einem Plan. Hör mal, pass gut auf dich auf, Conny. Sorry. Ja? Woher wusstest du, dass das ein Zitat von Angela ist? Ach, wir haben uns mal gegenseitig unser literarisches Frühwerk vorgelesen. Das wusste ich nicht. Bleib ihm besser fern. Er wird jedes deiner Worte anzweifeln und es stets besser wissen. Nichts davon wird unsere Aufgabe erleichtern. Ich muss gehen. Klar, wir sehen uns. Perfekt, sind jetzt noch. Mom, hast du es gewusst? Ja, Pia hat uns gestern Nacht angerufen. Oh, Bohne, das ist so schrecklich. Hallo, Bohne. Oh, hey du. Es tut mir so leid. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Frag sie, ob sie Hilfe mit den Pflanzen im Garten braucht. Das war immer mein Einstieg in unsere Gespräche. Brauchst du Hilfe im Gewächshaus? Oh, nein. Bitte zerbrich dir nicht den Kopf über solch alberne Dinge. Gail und ich haben alles unter Kontrolle. Oh. Sonst irgendetwas? Bei uns ist alles gut. Ich werde mich mit Galia oder Bodhi einbunkern und irgendetwas Erbauliches im Fernsehen ansehen. Es wäre schön, wenn ich es mit beiden gleichzeitig tun könnte, aber tja, du weißt ja, es ist nicht einfach. Streiten sie schon wieder? Streiten ist das falsche Wort. Ungeschickt miteinander umgehen trifft's vielleicht besser. Ach, was mache ich da nur wieder? Rede von meinen Problemen daher, obwohl es eigentlich um dich gehen sollte. Weißt du was? Wir könnten auch etwas anschauen, wenn du möchtest. Oder auf der Konsole Go-Katastrophe spielen. Wie wär's? Go-Katastrophe. Ich würde mich lieber nützlich machen, anstatt Spiele zu spielen. Aber ich danke dir. Klar. Okay. Tut mir leid. Ich mag Lee. Mit ihr kann man immer viel Spaß haben. Auch wenn sie manchmal ein wenig dünn... Sorry. Wieder wach, aber er ist jetzt am dran. Ist noch direkt, wo die Leute sind, ne? Geil. Einfach ein reicher Junge. Eltern. Hallo? River? Ich suche nicht nach deiner Schwester. Ich bin hier, um mit dir zu reden. Okay. Warum? Weil ich wissen will, ob es dir gut geht.
Warum? Weil Angie dein Babysitter war. Ich brauche keinen Babysitter mehr. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich muss los. Muss wichtige Projekte erfinden. Tschüss. Mach dir keine Sorgen um ihn. Er versteht nicht, was das alles zu bedeuten hat. Niemand tut das. Außer uns natürlich. Acht. Oh mein Gott, der ist sauer. Wir spielen im Endeffekt. Also. Ich bin im Endeffekt. Komm es. Mal sich vor. Alles. Den Verstand verloren. Ich werde nicht zulassen, dass du den Namen meiner Tochter für dein nutzloses Projekt missbrauchst. Komm schon, das war doch nur so eine Idee. Kein Grund, sich so aufzuregen. Meine Güte. Liebling, kommst du? Ja, Schatz. Danke fürs Fahren, Jasper. Ja, klar. So. Okay. Was ist aus deinem Wolpertinger geworden, Schwesterherz? All die Rohwolle wird sich wohl nicht von selbst verarbeiten, hm? Ups. Oh mein Junge. Mache Tagebuch. Thank you.
Weißt du, was ich immer getan habe, wenn ich Schwierigkeiten damit hatte, über die nächsten Schritte zu entscheiden? Ich habe alles niedergeschrieben. Das hat mir dabei geholfen, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wie ist es gelaufen? Ich habe vorgeschlagen, die Bootslodge nach Angela umzubenennen. Ja, ja, ich weiß, aber ich hatte eben das Gefühl, es wäre eine gute Idee. Du machst diesen Fehler schon zum zweiten Mal. Ach komm schon. Nach Chemres Unfall, als du Pia erzählt hast, du hättest den Plan, ihr Projekt zu übernehmen und zu deinem eigenen zu machen. Du weißt sehr gut, dass ich das nicht so gemeint habe. Aber es ist exakt das, was du getan hast und immer noch tust. Aber hier geht es um ihr Vermächtnis. Chemre und Angela haben so viel für Yesterby getan, aber niemand kann es sehen. Ich versuche doch nur, ihre Ideen und Visionen für die Nachwelt zu erhalten. Ich kann nur hoffen, dass man dasselbe für mich tun wird, wenn ich mal eines Tages nicht mehr sein werde. Aber es ist nicht mehr ihr Vermächtnis. Du hast es zu deinem gemacht. Das ist nicht... Ich meine, es ist... Oh. Schon gut. Ich bin ein schmieriger, ausbeuterischer Geschäftsmann. Ich verstehe schon. Nein. Aber du neigst dazu, Dinge für dich zu beanspruchen. Übrigens, wie war dein Tag so? Reden wir morgen darüber. Ich bin ziemlich müde. Okay. Müssen auf so viele achten, wenn ich bedenke, so. Was für ein Tag, huh? Ich dachte, heute würde es ich weiß nicht. Mehr von irgendwas geben. Stattdessen klingt alles so gedämpft. Hey, Conny, bist du in Ordnung? Ich verstehe das nicht. Ich weiß, es ist alles so seltsam, nicht wahr? Nein, ich verstehe nicht, was du eigentlich von mir willst. Ich möchte nicht, dass du allein bist und dass die anderen nicht allein sind. Und wenn wir den anderen dabei helfen, nicht allein zu sein und die andere Seite dieser verfluchten Hölle zu erreichen, wäre das sogar noch besser. Aber wieso ich? Niemand hört auf mich. Ich will gerade einfach nur zu Hause bleiben und... Aber nicht mal das kann ich, weil du nicht hier bist. Ich bin wo auch immer du bist, Schwesterherz. Und natürlich werden sie nicht auf dich hören. Sie haben ja auch auf mich nie gehört. Wir können nur zu ihnen durchdringen, wenn wir herausfinden, wie sie so ticken. Wie? Indem wir uns an alles erinnern, was wir gemeinsam durchgemacht haben. Aber erst müssen wir uns vorbereiten. Ich habe mir immer meine Jacke übergezogen, wenn's hart auf hart kam. Erinnerst du dich noch? Wie sehe ich aus? Alt? Alt oder älter? Oma hatte immer so eine Jacke an. Oh. Jetzt, wo du es erwähnst. Das ist perfekt. Oma war ein harter Knochen. Das passt wunderbar.
Wieso möchtest du dich so viel verändern? Es soll eben ein Statement sein. Wenn sie mich damit sehen, werden sie merken, dass ich es ernst meine. Du siehst immer noch alt aus. Hoffen wir mal, dass du recht hast. Ich bin es leid, dass mich alle wie ein Kind behandeln. Ich werde jetzt rausgehen und etwas bewirken. Dieses billige Stück Stoff hier wird mein Zeuge sein. Ich habe sie seitdem oft getragen. Vielleicht bringt es meine Erinnerungen in Gang, wenn ich sie ansehe. Such morgen in meinem Zimmer nach ihr. Sie sollte immer noch dort sein. Kannst du nicht schlafen? Ich mache mir Sorgen wegen Conny. Es muss schwer für sie sein. Man merkt nichts davon, wenn man mit ihr redet. Sie tut so, als wäre nichts passiert. Vielleicht will sie sich bloß selbst schützen. Sie hat mich nach Angies Untersuchung gefragt. Warum? Ich glaube, sie gibt mir die Schuld an dem Unfall. Was hat denn die eine Sache mit der anderen zu tun? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich irgendetwas Dummes zu Angie gesagt und sie ist deswegen... Hör auf, sofort. Das ist lächerlich. Du hast sie behandelt. Das ist dein Job. Vermutlich hast du recht. Wie lange ist das her, seit Lee bei dir eingezogen ist? 3 Jahre? 4? Genau 3. Ihr seid ein wunderschönes Paar. Ich freue mich wirklich für euch. Danke, aber bleiben wir beim Thema, okay? Ich habe eben deine Blutwerte erhalten. Es sieht so aus, als hättest du deine Medikamente in den letzten paar Wochen nicht sorgfältig eingenommen. Ja, was das betrifft. Vielleicht habe ich hier und da vergessen, sie einzunehmen, aber mir geht in letzter Zeit ziemlich viel durch den Kopf und... Wegen Yesterby. Es verändert sich. Und nicht zum Guten, findest du nicht auch? Das ist kein Grund, dass du nicht auf dich Acht gibst. Ach, was ist heute in dich gefahren? Du bist beinahe wieder so mürrisch wie früher. Das Leben ist eben nicht immer eitel Sonnenschein. Dasselbe gilt für das Dorf. Stimmt wohl. Übrigens, es gibt da noch etwas, was ich dir erzählen wollte. Ich denke schon eine ganze Weile darüber nach und, ich habe mich entschlossen, fortzugehen und in die Stadt zu ziehen. Zumindest für eine Weile. Ich weiß nicht, für wie lange, aber ich bin schon mein ganzes Leben hier. Ich finde, ich sollte mal woanders hin. Es war mir wichtig, dass du das zuerst erfährst. Ich befürchte, das ist nicht möglich. Ach, komm schon. Du hast mir gesagt, dass es viele Leute wie mich gibt, die ganz normal in Städten leben. Ja, aber das sind weniger schwere Fälle. All die Viren und Bakterien. Dein Immunsystem würde damit nicht zurechtkommen. Ich wäre vorsichtig. Tut mir leid, aber nein. Aber du hast gesagt... Als deine Ärztin muss ich dir dringend davon abraten. Ist das noch du oder rede ich mit meiner Mom? Deine Mutter will nur das Beste für dich. Wenn sie nicht wäre, wären wir beide nicht hier. Tut mir leid, ich kann mir das gerade nicht anhören. Angie! Lass uns dieses Gespräch fortsetzen, wenn du in einer besseren Stimmung bist. Ich brauche frische Luft. Angie. Frank. Okay, alles klar, ist ja gut. Ich glaube, Gallia fühlt sich verlorener, als sie es sich anmerken lässt. Vielleicht kann ich ihr etwas einflüstern, genau wie bei dir, Schwesterherz. Okay. Gallia kann... Von... Guten Morgen.
Tut mir leid, habe ich dich geweckt? Nur zu 10% oder so. Der Großteil von mir träumt noch davon, Bürgermeisterin von Blumenstadt zu sein. Klingt friedlich. Ist es nicht. Die Korruption unter den Frühblühern kennt keine Grenzen. Steht dir. Aber bist du sicher, dass du sie tragen möchtest? Das war doch nur meine alberne Jacke. Du hast dich nie wirklich dafür interessiert. Wenn sie dir geholfen hat, wird sie auch mir helfen. Betrachten wir es doch einfach so, als würden wir sie gemeinsam tragen. Da ist etwas in deiner Tasche. Es ist ein Kalender. Da habe ich ihn also hingetan. Steht etwas Interessantes drin? Ziemlich großes Buch. Lies Umzug nach Yesterday. Hab Moms Rad kaputt gemacht. Das könnte der Schlüssel zu meinen Erinnerungen sein. Gib mir ein wenig Zeit. Ich bin sicher, ich werde mich bald erinnern können. Dann führen wir diese Jacke mal aus. Oh Mom, das ist... Ich weiß, Liebling. Ich weiß. Ich habe versucht, für Conny stark zu sein. Aber es ist so schwer. Ich will für sie da sein, aber ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll. Sie ist irgendwie so weit weg. Gib ihr Zeit. Aber lass sie wissen, dass du für sie da bist, wenn sie dich braucht. Aber wie kann sie bloß so kühl sein? Angie war ihre Schwester. Jeder trauert auf seine Art. Ich habe die Liste von der Versicherung bekommen. Sie brauchen noch einige weitere Dokumente. Ich kann das für dich erledigen, wenn du möchtest. Nicht nötig. Das habe ich bereits getan. Ich habe außerdem einen Sarg bestellt, Trauergewänder für Conny und mich gekauft und Schreibzeug für all die Briefe, die ich...